Ordnung. Was machen wir? Uns muss was einfallen. Und damit moin. Herzlich willkommen zu Skywalker Saga Episode 7. Wir sind mit Finn und Rey von Jakku entkommen im Millennium Falcon. Und deswegen sind die beiden netten Leute jetzt bei uns. Die muss ich nicht vorstellen. Oh, ganz toll. Die guavianischen Sicherheitskräfte. Geht runter und bleibt da, bis ich euch rufe. Han Solo, wir wollen unser Geld zurück sofort. Tja, der Plan war eigentlich, zum Widerstand zu kommen. Aber der Falken ist halt heiß begehrt. Die Ordnung ist auf der Suche nach genau so einer und nach zwei Flüchtigen. Wenn wir die Panzertüren in diesem Korridor verriegeln, dann sitzen beide Waffen in der Falle. Das ist cooler. Was macht der? Wollt er ausbrechen? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ist im Film ganz cool gemacht, diese Kreaturen tatsächlich. Wenn man einfach wieder was Neues kennenlernt. So, wir schauen mal. Ich habe im letzten Video den letzten Stat-Multiplikator freigestellt. Das heißt, oben links siehst du es 3840 Stats kriege ich pro einem. Das heißt, pro Gold etc. Blau, es ist nochmal deutlich mehr. Deswegen ist gerade 16 Millionen gesammelt hier in dem ersten Bereich. Aber ich musste echt feststellen, Stats sind gar nicht das Thema. Es ist überhaupt nicht wild, ob du diese Multiplikatoren gleich am Anfang holst oder nicht. Klar, einen kleinen Vorteil gibt es, was Charaktere kaufen und so angeht. Aber das Ding sind eher die Kyber-Steine und die Datenkarten. Weil ich könnte mir jetzt im Prinzip alles kaufen. Mir fehlen aber einfach Kyber-Steine und Datenkarten. Ohne die komme ich nicht vorwärts. Wir müssen einen Weg zurück zum Falken finden, auf den wir idealerweise nicht aufgefressen werden. Die Türen sind versperrt, bis wir diesen Ratter erledigt haben. Kann ich nah an den rangehen, wollte ich gerade gucken. Ich will das da haben. Wenn ich so nah rangehe, frisst er mich auf? Nee. Okay. Was haben wir hier? Ein Stargate-Portal? Das wollen wir hier nicht. Wir spielen Star Wars. Ein paar Münzen. Hey, das, da habe ich... Ach, ich muss... Okay, ich kann zur Ray wechseln. Okay. Übrigens habe ich mich mega gewundert. Also nicht, dass ich es gewohnt bin. Ich habe ja sonst nicht so viele Klicks auf einige Videos gehabt in der Vergangenheit. Aber auf Episode 7 hatte ich erheblich weniger Klicks als auf Episode 3. Also wirklich, ein Zehntel habe ich nach derselben Zeit fast gehabt. Das war schon wild. Also, wenn du das jetzt gerade hörst, keine Ahnung, stört dich Episode 7 oder glaubst du, stört die anderen? Steht drauf. Das heißt, wir können jetzt wieder hoch zu Han. So, was kann er jetzt machen, dadurch, dass das da steht? Nichts, oder? Noch nichts. Probieren das hier mal aus. Wohin damit? Da vorne bestimmt vor das Feld. Und ich muss aber auch dazu sagen, auch nochmal rückblickend, der Anfang von Episode 7 war echt gut. War echt gut. Was sie gameplaymäßig hier rausgeholt haben. Der eine oder andere war jetzt gerade wahrscheinlich verwirrt. So, ich nehme an. Ah ne, Moment. Da hinten war ein Schalter. Den sollte ich wahrscheinlich noch drücken. Ah, jetzt kommen die beiden hoch. Bringt mir das was? Okay, da sind die FPS aber gerade heftig eingebrochen. Jetzt wieder, merkst du das, wie es ruckelt? Das ist nicht schön, das geht gar nicht.
Wir gehen zum Falken. Schlagt euch irgendwie zu ihm durch. Aber wir wissen nicht, wo wir sind. Ihr schafft das. BB-8, ist der bei mir? Ja. Hast du denn schon das Spiel, wenn überhaupt, gespielt? Und vor allem, hast du alle Kaibersteine gesammelt? Wenn du es dir jetzt einfach nochmal anschaust. Weil, wie viele gibt es? Ich müsste nachgucken, aber... Warte mal, kann man noch mal eben, oder? Wie viele von den Steinchen? Hm. 1600 oder sowas? Ist das übertrieben? Ich bin der Meinung, es waren ziemlich viele. Wo gehe ich hier hin? Ja, wunderbar. Haben die ganze Bande mitgebracht? Ja. Oh, da fall ich runter. Nee, das will ich nicht. Ist das auch einer? Ja. Hallo. Kann den irgendwie nicht abschießen. Was guckt er sich denn hier an? Ach komm, was soll der Geiz? Okay, der hat aber viel Leben gehabt. Den kann man nicht treffen. Ach, das ist das, was ich ausschalten konnte. Sie werden ihr Geld wohl doch nicht zurückbekommen. Okay, Chul, lass uns jetzt habe ich ihn. Das hätte man von oben machen können. Oben läuft auch noch einer rum, glaube ich. So, die Tür ist auf. Geht das kaputt? Nein. Ist wieder dasselbe, was er mir anzeigt? Kann das benutzen? Nein! Da war er verwirrt. Greift er einfach keinen NPC an. So, einsteigen. Das hätte ich aber wahrscheinlich nur nutzen können für die Gegner. Das bringt mir jetzt einfach gar nichts mehr. Dafür brauche ich einen Kopfgeldjäger. Gehen wir einfach hier weiter. Ich verstehe nicht, warum es blinkt. Das Kopfgeld auf uns wird seit Jahren immer größer. Wie hoch es inzwischen wohl schon ist. Haben wir schon. Nee, das Ding da ist wichtig. Ich muss wahrscheinlich die Typen da oben besiegen. Bricht das so ein, wenn ich da drauf halte? Aber das ist doch eben nicht kaputt gegangen. Wow. Ich habe da nicht hingezählt. Ach, der linke Stick steuert hier. Das ist aber auch ein sehr anspruchsvolles Game. Das ist wirklich, also, schon ganz schön knifflig. So, die müssen wir jetzt die Konsole wieder freischalten. Ich gehe hier weiter, ne? Nee. Kommt hier mit hin. Hab ich ihn. So. Ah, die Tür ist auf. Ich habe 150 Millionen Stats eingesammelt. Wild. Hi. Die kann einfach nicht schießen, aber Finn immerhin. Was war das? Braun. Vielleicht war es ja gut, diese Ratare freizulassen. Das wird sich
war auch gewagt von Rey. Dieses Schiff ist ein einziges Wrack. Das ist doch lebensgefährlich. Was bist du denn? An die kann ich mich gar nicht erinnern aus dem Film. Die sehen aus wie die Teile, die auf dem Schiff hängen vom Millennium Falcon. Ich glaube einmal in Episode... Wo landen die auf diesem Meteoriten? Episode 5? Glaube ich. Und bei Mando gab es die, glaube ich, auch. Die Ratten kann ich mich auch nicht erinnern, aber ich habe die Filme auch, wie gesagt, nicht häufig geguckt. Episode 7 und aufwärts. Ja, machen wir gleich. Mal hier kurz gucken. Und jetzt? Aha. So, und dann gehen wir nochmal an den Apparat. Warum kann ich jetzt nochmal in deren Raum gehen? Hätte man das wahrscheinlich andersrum irgendwie lesen können, ne? So, BB-8, mein Lieber. Hat jemals von etwas abgehalten. Wie riesig das schon war, was. Der lässt doch bestimmt gleich die Tiere frei. Nein. Ich dachte, da kommen auch gleich irgendwo Viecher raus. Oh, das will ich haben. Das ist ein Minikit. Wie kriege ich das da hoch? Jetzt darf ich es nicht überall hinschieben, okay. Und wenn einem schon mal eins vor die Füße gelegt wird, dann nimmt man das auch mit. Eins von fünf, Mist. So, das Gute ist, ich kann den jetzt einfach wieder zurückschieben und muss den Kreisdrehschalter da nur einmal weiter ticken. Dann müsste es oben wieder aufgehen. So, wurde der auch schon von so einem Viech geschnappt? Und da ist er hinter. Wenn so viele Kästen sind. Da hätten sie doch mal ein Minikit reinpacken können. Ist auch extra eine Stange, um wieder zurückzuklettern, aber da ist nichts. Seltsam. Fast geschafft. Der Falke ist hinter diesen Türen. Noch hier bin ich ein bisschen überrascht. Also ich finde, das Level ist recht lang. Ich finde gut, dass das Level lang ist. Aber ich bin überrascht dafür, wie kurz andere Abschnitte sind in der ganzen Saga. Also ich finde das cool. Sie haben sich hier wirklich Mühe gegeben. Es ist auch vielleicht das erste Game, wo Episode 7 bis 9 als Lego-Variante dabei ist, ne?
Und bei den anderen hatten sie ja schon Vorlagen etc. Hör auf, Shui anzugreifen, du blöde große Ratte. Noch eine Ratte. Noch ein Stargate-Tor da hinten. Mira. So, kann ich hier noch was für Ray und Finn tun? Wir brauchen diesen Kran, aber es sieht so aus, als kann ihn nur ein Droiden. Da. Das da kann ich erst mit einem anderen benutzen. Also mit C3PO, den man teilt, kommt man da rein. Der Kran jetzt hin. Warum hat das hier eben so aufgeleuchtet? Ah, da kann man sich festhalten. Das alles, um auf den Millennium Falcon zu kommen? Finde ich krass. Los, krabbel. Krabbel weiter an. Wir müssen das Tor noch öffnen. Okay. Und die andere Seite machen wahrscheinlich Finn und Rey. Vermute ich jetzt einfach mal. Kann ich auf den Falken? Jawoll. Hallo. Ich wette, das Mädchen kommt an den Hebel ran. Wo ist sie? Okay, dann brauchen wir ihre Schrottsammlerfähigkeiten. So, wir wechseln zurück. Da, ich wäre fast den anderen Gang lang gegangen, weil der von mir von vorne gezeigt wurde. Aber hier ist ja jetzt zum Glück das goldene Symbol. Netzwerfer. Stimmt, er wird im Film wird er auch geschnappt. Jetzt kann sie doch schießen, habe ich vorhin nicht dran gedacht. Komm her, du. Egal, wir laufen mal schneller. Eigentlich müsste... Achso, ich muss auch den Schalter drücken. Perfekt. Machst du denn bitte die Tür auf? Es hatte mich gepackt, aber die Tür... Hast Glück gehabt. Da war ein Terminal, was schon erledigt war. So waren wir hier schon mal. Ich dachte jetzt, das macht den One-Shot. Oder drei Schüsse. Ich habe hier den Kopf getroffen von dem Viech, was es auch immer ist. Was der Kopf sein soll. So, wir sind bei Han und Chewie angekommen. Kann da jetzt eigentlich jeder hochklettern? Ich glaube nicht, da können nur Schrottler mal hoch. So, Wallrun. Finn, ich denke, ich kann an den Hebel rankommen. Das sagt sie, glaube ich, auch im Film. Originals Wortlaut aus dem Film. Das ist auch so eine geile Szene im Film, wie Han und Chewie dann da sind und diese beiden Gruppen halt auf die losgehen. Weil er einfach wieder Mist gemacht hat. In
informiert die Erste Ordnung, dass Han Solo den Droiden hat, den sie wollen, und dass er sich an Bord des Millennium-Falken befindet. Wenn Skywalker, oh, die Starkiller-Basis sieht ganz nett aus. Starkiller-Basis? Heißt das so? Nee, Starkiller ist ja der aus dem anderen Spiel. Sie ist bereit. Wir sollten die Regierung auslöschen. Dem anderen spielen wir peinlich. Nicht Jedi Fallen Order, sondern... Ah, Force Unleashed. Danke. Ihr beide seid auf der Flucht. Dieser Droide muss schnellstens zum Stützpunkt des Widerstands. Er hat eine Karte, die zu Luke Skywalker führt. Ihr wollt meine Hilfe? Ihr kriegt sie. Eine alte Freundin von mir kann den Droiden nach Hause bringen. Er repariert alles nebenbei. So, Blaster Solo. Ja, dann geht es jetzt in die andere Kantine. Wie heißt der Planet? Wo wir jetzt hinfahren? Ich weiß auch nicht. Takodana, Maskatel. Ich weiß auch gar nicht, wie die Frau heißt. Zu der Frau, Moment. Wir müssen noch den Kyber-Meteoriten zerstören. Es sind 5 Kyber-Steine und ich habe dir eben schon gesagt, es ist aktuell Mangelware bei mir. Die sollte man immer direkt mitnehmen, selbst wenn man nicht alles sammelt. So. Takodana, willkommen. Und wir haben eine Overworld. Die ist cool gemacht, die Frau. Dass sie einfach random Lukes Lichtschwert da rumliegen hat, ist was anderes. Ich nehme an, das wird nochmal auf irgendeinem anderen Medium und sei es ein anderer Film erzählt und erklärt. Aber sie als Charakter ist ganz cool und diese Kantina. Bietet sich auch als Überwelt an. Allerdings muss die ja dann auch demnächst zerstört werden, ne? So. Ist ein bisschen speziell auf ihre Art. Also ist es besser, sieht wenn ich rede, genauso aus wie in Battlefront 2. Also korrigier mich, aber es erinnert mich original an Star Wars Battlefront 2. Ich vermute, du brauchst irgendwas. Würdest du diesen Droiden für mich zu Leia bringen? Nein. Du bist vor diesem Kampf schon viel zu lange weggelaufen. Bitte, wir brauchen ihre Hilfe. Komm schon, BB-8. Rey, alles in Ordnung? Es ist nichts. Ich will mich nur mal umsehen. Mass hat so viel Zeug in ihrem Keller. Unglaublich. Hätte sie kein Kastell, sondern bloß eine Hütte, würde man sie nicht Sammlerin nennen, sondern Meth? Der hat einfach einen Bart. Das sind eh ganz widerliche. Die sehen ganz wild aus. Mars ist die perfekte Gastgeberin. Ich weiß nicht, was ich ohne sie und ihr Kastell tun würde. Hinter Gittern sitzen vermutlich. Ja, sicher, hinter Gittern sitzen. Hast du ein Glück. Warum spielt hier keine Musik? Ist das nicht hier, wo die Band auftritt? Die Band ist auf Welttournee gegangen. Diese treulosen Tomaten. Ohne Musik ist dieser Ort nicht zu ertragen. Gerüchtfrage, Watto's Schrottladen. Nabu zu Hause der Akademikerin. Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall scheint eine Aufgabe zu sein, die Band zurückzubringen. Wäre es, wenn du mal das Schiff zurückgibst, das du dir von mir geborgt hast. Hey, du hast gesagt, das war ein Geschenk. Ein Geschenk an mich. Vom Clan der Hutten, das ich dir geliehen habe. Ach ja, tja, leider habe ich es nicht mehr. Das kommt auf deine Rechnung. Ich will nicht wissen, wie groß der ist, die Rechnung. Tja, ich kann dir sagen, sie ist
Sie steht direkt neben euch. Oh. Das finde ich gut, dass ich das Gespräch weiterhören darf. Sie wechseln aber das Thema, als wenn ich es dann nicht merken würde. Wie gruselig. Ach, guck mal, mit dem Rechter lang. Ach, BB-8 passt auch durch die kleinen Löcher. Verdammt, hätte ich da eben durch das andere auch gekonnt. Sonst bin ich da immer nur mit mit C3PO lang gekommen. Ich mag Sana. Ich gucke hier nur mal ein bisschen im Keller, ob hier irgendwelche lustigen Sachen sind, wie eben das Plakat. Okay. Rätselraum. Da muss ich auch zuerst lang, sonst komme ich da nicht durch. So. Wir räumen erstmal hier alles frei, was im Weg steht. Das brauchen wir anscheinend nicht. Also ich kann die beiden schieben. Warum? Das Geräusch von BB-8 geht mir relativ auf die Nerven. Ah, okay. Darum. Ray, kannst du bitte zur Seite gehen? Okay. Die kamen da einfach nicht mehr runter. Ich konnte mit Ray da nicht weggehen. WTF. So, let's go. Zum Glück konnte ich sie da mit BB-8 runterpöbeln. Schau, dass hier nur dieses eine große Poster der lustige Gegenstand war. Dieses Lichtschwert gehörte einst Luke und davor seinem Vater. Und jetzt hat es nach dir gerufen. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Das war die Republik. Die erste Ordnung war es. Okay. Die erste Ordnung hat einfach gerade mit dieser Todesstern-Planetenbasis 5 Planeten zerstört und das ist alles, was sie zeigen. Das musste ich aber zum Kontext einmal kurz erwähnen. Warum? Warum haben sie die Farben da geändert? Hat er jetzt das Lichtschwert? Geil, man kriegt Finn mit Lichtschwert. Nice. Natürlich keine Machtfähigkeiten, ne? Er ist wirklich nur trägt, um es zu Ray zu bringen. Okay, auf einmal ist die Map doch zerstört. Der Moment, das war der epischste in Episode 7 gleich. Das war wirklich der beste Moment in Episode 7. Freund von dir? Nicht direkt. Tja, er scheint auf eine ordentliche Begrüßung zu bestehen. Oh.
Lass mich doch in Ruhe gegen FN2199 kämpfen. Ich habe mich immer gefragt, ob Finn den kennt, weil er ihn explizit so Verräter nennt, weißt du? In dem Buch zur Vorgeschichte der drei, Poe, Finn und Rey, da wird ja auch beschrieben, wie er mit seinen Kameraden trainiert hat und so. Deswegen dachte ich, ist das vielleicht einer von denen. Oh nein! Was machen sie mit dem Flug der X-Wings? Das war, was ich meinte, was einer der geilsten Momente im Film war, wie die X-Wings über diesen See ankommen. Das war so holy und jetzt sowas. Und sie haben auch nicht gezeigt, wo Rey die Waffe her hat. Ich so viel gehört habe. Die Karte. Du hast sie gesehen. Rückzug. Vergesst den Ruinen. Wir haben, was wir wollten. Hä? Er hat sie. Was? Habt ihr das gesehen? Er hat sie mitgenommen. Sie ist weg. Ja, ja. Ich dachte, es kommt noch ein Fight. Wie die hier. Die haben doch hier im Wald gekämpft, oder? Kylo Ren gegen Finn und Rey? Du hast eine andere Frisur. Dieselbe Jacke. Nein, die ist neu. Okay, sie zeigen einfach Leia gerade mit der alten Frisur, damit die Leute sie erkennen. Ich habe unseren Sohn gesehen. Er war hier. Wir fliegen zurück zur Basis auf der Kar. Dort können wir weiterreden. Jo. Die Basis schauen wir uns gleich an. Hier ist für heute erstmal Schluss. Und wenn das Video da ist, ist es oben verlinkt. Oder taucht jetzt auf links auf eurer Seite, müsste schon längst zu sehen sein. Viel Spaß, bis zum nächsten Video.